Hi ihr Lieben, welcome back zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Bevor ich mit dem heutigen Thema starte, drückt einmal den Subscribe-Button, aktiviert die Glocke. Das garantiert euch, dass ihr in Zukunft keines unserer Videos mehr verpasst. Und zwar haben wir einige Anfragen bekommen in den vergangenen Wochen zu dem Thema Haustiere in Dubai bzw. Auswandern mit Tieren nach Dubai. Von der Frage, ob Tiere in Apartments erlaubt sind, ob es überhaupt hundefreundliche Plätze in Dubai gibt, was es zu beachten gibt, wenn man mit einem Tier einreisen will, all das erkläre ich euch nach dem Intro. Here we go. In den nächsten Minuten werde ich euch einige Fragen beantworten. Wir selbst haben ja auch einen Hund, die Mana, und haben uns aber ganz klar dagegen entschieden, dass wir die Mana mit nach Dubai nehmen. Hat jetzt mehrere Gründe. Ein Grund ist, der Flug ist für ein Tier immer enormer Stress und man sollte das so gering wie möglich halten mit den Flügen. Das ist der Grund Nummer 1 für uns. Und Grund Nummer 2 ist auch das Wetter in Dubai. Für uns ist Dubai einfach ein Ort, der nicht geeignet ist für einen Hund. Wenn es jetzt ein kleiner Chihuahua ist, der nicht viel Bewegung, der nicht viel Auslauf braucht, ist das vielleicht nicht wirklich das Problem. Aber wenn man natürlich einen Hund hat, so wie wir die Mana haben, die viel Bewegung brauchen, die einfach ausgelastet sein müssen, dann kann das zu einem Problem werden. Die Probleme beginnen in Dubai mit Haustieren an dem Punkt, dass verschiedenste Religionen in Dubai vertreten sind, und in vielen Religionen ist es nach wie vor so, dass Hunde zum Beispiel als unreine Tiere gelten und deshalb sind die auch an öffentlichen Plätzen und in Apartments einfach nicht gerne gesehen bzw. an den meisten Orten verboten. Bei der Einreise nach Dubai mit einem Haustier muss man beachten, dass pro Jahr, pro Person nur 2 Tiere erlaubt sind. Ob das jetzt 2 Hunde sind, 2 Katzen sind oder ein Hund und eine Katze, ist im Endeffekt dann egal. Die Regel gilt einfach nur, 2 Tiere pro Person pro Jahr dürfen mit ins Land gebracht werden. Welche Dokumente benötigt man also, wenn man mit einem Tier nach Dubai einreisen will? Das ist zum einen das Good Health Certificate. Das ist einfach ein Gesundheitscheck, der vom Tierarzt ausgestellt werden kann. Der muss original unterschrieben, original abgestempelt sein und ist 1 Monat vom Ausstellungsdatum gültig. Das zweite, was man benötigt, das ist der Impfpass des Tieres bzw. der Reisepass. Das ist ja meistens gebündelt in einem. Es gibt eine Impfung, die verpflichtend ist, dass das Tier nach Dubai einreisen darf, und zwar ist das die Tollwutimpfung. Die muss mindestens 1 Monat vor Einreise nach Dubai verabreicht worden sein bzw. darf nicht älter sein als 1 Jahr. Dokument Nummer 3 ist die Mikrochip-Nummer, also das Tier muss gechippt sein, ansonsten darf das Tier nicht nach Dubai einreisen. Und wichtig ist auch, dass diese Mikrochip-Nummer auf jedem der Dokumente vermerkt ist. Dokument Nummer 4 ist eine Reisepasskopie vom Besitzer. Wenn man das alles zusammengesammelt hat, muss man das an das Human Resource Department faxen und das mindestens 3 Wochen vor Einreise, dass man dann am Flughafen bzw. bei der Ausreise und bei der Einreise keine Probleme hat. Das Human Resource Department leitet das Ganze dann weiter an das Ministerium für Agrarkultur. Die checken dann alles und wenn alles in Ordnung ist, wenn die Dokumente alle vollständig sind, schicken die eine Einreisegenehmigung des Tieres an dieses Human Resource Department wieder zurück. Und das Ganze ist dann gültig für 6 Monate. Und was ganz wichtig ist, bei der Einreise selbst muss man alle Originaldokumente mit sich mitführen. Wenn man die Einreisegenehmigung dann erhalten hat, gibt es 2 Optionen, das Tier ins Land zu bekommen. Die erste Option ist, wenn man das alles selbst macht. Hier muss man dann auf die ganzen Formalitäten, auf die ganzen Gesetze und so weiter selbst achten. Da hat man dann niemanden dabei, der einem dabei hilft. Das heißt, man muss hier einfach auf die Details achten, aber im Prinzip ist das kein Problem. Option Nummer 2, die man hier hat, das ist, wenn man ein zertifiziertes Pet Relocation Service nutzt. Und zwar gibt es rund um den Globus viele Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Hunde bzw. Haustiere von A nach B zu bringen. Die nehmen einen die ganzen Formalitäten, die ganze Verantwortung und so weiter ab. Wichtig ist, dass man hier schaut, dass das wirklich zertifizierte Unternehmen sind, weil wie wir alle wissen, wenn man ein Haustier besitzt, will man natürlich, dass die Vierbeiner in den besten Händen
Händen sind, dass ihnen die Reise so angenehm wie möglich gemacht wird. Ja, das Einzige, was da ist, man muss halt einfach ein bisschen in die Brieftasche schauen und hat aber dafür einfach weniger Stress mit dem ganzen Einreiseprozess. Überhaupt möglich, mit den Tieren in Dubai Gassi zu gehen, beziehungsweise gibt es Plätze, wo man die Hunde trainieren kann, ausbauen kann. Hier ein ganz klares Ja. Natürlich kann man mit den Hunden Gassi gehen. Wichtig ist, dass die Tiere an der Leine geführt werden, dass natürlich auch die Hinterlassenschaften der Tiere wieder mitgenommen werden. Das ist ganz klar. Man sieht in der Dubai Marina zwar sehr, sehr viele Schilder, dass Hunde nicht erlaubt sind. Ich persönlich habe schon einige Menschen getroffen mit ihren Hunden und habe auch mit ihnen manchmal ein bisschen geredet, wie es so ist, einen Hund in Dubai zu haben, auf was man achten sollte und so weiter. Und die sagen auch, wenn man sich im Großen und Ganzen an die Regeln hält, dann wird einem niemand irgendwo etwas sagen. Natürlich ist es in Dubai an öffentlichen Plätzen so gut wie nirgends offiziell erlaubt, Hunde mitzuführen. Es gibt aber auch in Dubai sehr viele hundefreundliche Plätze, da komme ich jetzt gleich noch dazu und zeige euch, wo ihr diese findet. Abschließen möchte ich das kurze und knackige Video heute mit einem positiven Aspekt zu diesem Thema, und zwar gibt es hier in Dubai natürlich auch hundefreundliche Plätze. Diese werde ich euch unten in der Infobox noch etwas genauer einblenden. Einen will ich vielleicht ein bisschen näher erläutern, und zwar das ist einer sicher der größten Parks, und zwar das ist der Burj Park direkt vor dem Burj Khalifa. Da ist es offiziell gestattet, seine Haustiere mitzunehmen, mit den Haustieren dort auch zu spielen, und das ist natürlich eine tolle Sache. Man findet in Dubai natürlich auch sehr viele hundefreundliche bzw. haustierfreundliche Hotels. Zum Beispiel, wenn man da auf Booking.com geht, hat man da sehr, sehr gute Auswahl. Ich hoffe, ich konnte mit dem kurzen Video einige Fragezeichen auflösen. Ich würde mich sehr über ein Feedback von euch in den Kommentaren freuen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Like-Button zu drücken, uns ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Ich sage danke, dass ihr da wart, und bis zum nächsten Video. Bye!